Demnächst Flaschenraketen, grell, laut und echt gefährlich. Achtung, nicht in geschlossenen Räumen anzünden. Und mit dieser Weisheit des Tages, willkommen zurück zu Fortnite. Auf der Switch, was geht? Die Flaschenraketen sind bald am Start und das kündigt das Spiel direkt über die Neuigkeiten an. Und das schon an einem Montag, beziehungsweise, wenn mich nicht alles täuscht, schon am Sonntag? Nee, es war heute Morgen. 4 Uhr ungefähr kam die News raus, dass die Flaschenraketen bald ins Spiel kommen. Und was ich dazu denke und so weiter und so fort, das gibt's jetzt hier in Fortnite auf der Switch. Guten Tag. Davor will ich aber nochmal kurz auf Twitter gehen. Hier habe ich nämlich die News erstmal bezogen. Und zwar, wie gesagt, vor 7 Stunden hat Go Nintendo Tweet darüber getweetet. Und erstens, die Webseite hat uns nicht darüber informiert, also kommt die Info halt nicht über die Social Media Accounts oder über die Hauptseite. Ich kann nochmal ganz kurz hier Fortnite auf Twitter Besuch abstatten. Und man sieht eigentlich nichts außer ein bisschen Werbung für NFL und für Marshmallow mit dem geilen Tanz. Ja, das ist ja wirklich Herbst allerliebst, nicht wahr? Apropos NFL Rumble, das machen wir jetzt, das gucken wir uns an. Also, repräsentiere eines von zwei großen Teams des großen Spiels, die in diesem actiongeladenen Modus um den gesamten Sieg oder um den epischen Sieg ringen. Das erste Team mit 100 Eliminierungen gewinnt. Und jetzt ist so die Frage, ist es nichts anderes als Gruppenkeile oder so? Oder spielt man da wirklich irgendwie Rugby oder was geht jetzt gleich ab? Also ich wäre übelst gespannt und es wäre schon irgendwie übelst lustig, wenn wir hier jetzt gleich eine schöne, leckere Runde Rugby spielen. So im Pleasant Park, 50 Leute da, 50, oh, wobei, die gehen ja immer so auf mindestens 15 Spieler runter bei Gruppenkeile und so und bei solchen besonderen Modi. Es ist Gruppenkeile, oder? Halt nur in NFL-Outfits oder wie soll ich das verstehen? Oder mit unseren Standard-Outfits? Aber dann ist die Frage, warum existiert dieser Modus? Ich weiß, es gibt irgendwie, es gab gestern irgendwie so einen Rugby-Emote oder halt so ein Item im Store kostenlos. Danke an alle, die mich über den Code damit unterstützt haben. Ich meine, es kostet 0 V-Bucks und ich bin mir halt null sicher, ob ich davon überhaupt einen Support kriege. Aber vielen Dank trotzdem an jeden. Und guck mal, wir haben echt ein NFL-Outfit an. Das ist nice. Das heißt, es ist egal, mit welchen Outfits du reingehst. Ja, du wirst halt zum Rugby-Spieler. Und das Ding ist so, es ist halt original Gruppenkeile, oder? Und diesmal 20 gegen 20. Okay, das kann sein, dass sie das halt irgendwie höher geschaltet haben hier in Rugby, um es halt auszuprobieren. Weil das ist eigentlich nichts anderes als Gruppenkeile. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier halt mit einem Rugby-Outfit bekleidet umherrennen. Das ist der einzige Unterschied. Brodingos, auf nach Lazy Links! Auf geht es dort hinein. Yeah. Aber wisst ihr, das finde ich halt saukomisch so, ne? Gruppenkeile, hä? Sie haben es halt nur als neuen Modus kaschiert, nur weil man dort NFL-Outfits trägt. Aber ich habe das Gefühl, in Gruppenkeile spielen weniger Leute zusammen. Ich glaube, in Gruppenkeile sind es, glaube ich, so maximal 15 Stück, wie gesagt, so. Oder halt irgendwas um 15 rum, lass es auch 16 sein. Und ich glaube, sie wollen vielleicht in diesem Modus probieren, wie das denn mit 20 Spielern läuft halt. So, dass man halt ein bisschen die Server ausreizt und austestet oder so. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit wie vielen tatsächlichen Spielern in Gruppenkalle gekämpft wird. Aber ich bin mir sicher, es sind eigentlich so um die, 15, 16 halt pro Team, dass man insgesamt auf 30 kommt, ungefähr. Und hier wären das halt dann statt 30, 40 Spieler, ja, das ist halt auch so das Ding. Halt 10 Spieler mehr, die in so einem Modus halt zusammenspielen müssen und miteinander klarkommen müssen halt auch letztendlich, ne, weil das ist so das Ding. Ich höre auch wieder Schüsse hier umherstreifen, meine lieben Sirius. Aber ja, so ist das. So gebe uns das Spiel etwas mehr Munition, bitte, danke sehr, ja, Mann. Ja, aber ganz ehrlich, die Flaschenraketen, um mal auf das Thema zurückzukommen, es tut mir leid. Ich laberisiere viel und gerne, ihr wisst. Also, jetzt fragt man sich natürlich, ne, die Flaschenscheiße. So, warum packen die das jetzt so 30 Tage später rein? Es war doch erst vor 30 Tagen, Silvester, Mann.
sind die völlig krank im Gehirn. So wie... Ist bei denen so oft Weihnachten, dass sie jetzt vielleicht erst gerade etwas weniger verdienen und deswegen wieder in den Lauf der Zeit zurückkommen und jetzt deswegen Silvester haben und jetzt Raketen einbauen müssen. Aber ich glaube, der Grund ist ein anderer. Und ich denke, es wisst auch ihr alle, warum wir jetzt im Spiel die Flaschenraketen bekommen. Und zwar, es hat schon was mit Neujahr zu tun, so mit Celebration on Fire, Bruder. Aber das Ding ist so, es gibt ja nicht nur ein Volk auf der Welt, das am 31. Dezember Silvester feiern tut. Hä, wo ist der? Der ist doch hier drin. Sirius! Sirius, was machen Sie denn da? Mensch, Sirius, jetzt haben wir es aber auch wirklich mal erledigt, oder? Also ich glaube, jetzt haben wir den ultimativen Sirius in diesem Spiel entdeckt. Sirius von Breitenstein, wie er sich auch gerne nennt. Wie er so breit in diesem Store drin steht und sich wundert, warum die Truhe nicht mehr da ist. Ja, Mensch, Sirius, guten Morgen, Mann. Ja, guten Morgen. Jetzt haben wir es auch wirklich hinter uns gelassen, oder? Ach Mensch, Sirius, die enttäuschen mich aber auch wieder hier. Doch, das kann man nicht sagen. Gehen Sie mir aus den Augen. So. Aber abseits vom lieben Sirius, was ich noch so erzählen wollte. Warte mal kurz. Herr mit den Schildis. Proteinius. Was ich erzählen wollte, ja. Ich glaube, es ging um Gruppenkeile. Ich war jetzt wieder so abgelenkt, es tut mir leid, aber dieser Sirius eben, hat er mich rausgebracht, Mann. Das war, glaube ich, sein Plan. Der hat bestimmt gesehen, ja cool, Random Kai nimmt auf. Erstmal voll stören hier. Ja, vielen Dank, du Sau. Hast mich vom Thema abgelenkt. So, wo waren wir stehen geblieben? Sirius, und davor waren wir ja hier bei, boah, Bruder, ich habe kein Peil mehr vom Leben, ne? Der Typ hat mich gerade extremst abgelenkt, Mann. Das ist doch so ein Sau. So eine Sau. Na, was haben wir denn hier drin? Ja! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall, mein lieber Sirius. Ach, scheiße! Zweiter! Ich habe ihm auch die Ehre genommen. Das heißt, ich habe einen Punkt plus gemacht. Scheiße, es liegt aber bei Lazy Links so geiler Stuff, ne? Aber ich lande wieder bei Lazy Links. Gönn ja mir, das passiert sonst nie. Dass du direkt hier auch landest, wo du eben gestorben bist, ey. Nice Tendo. Sirius! Ein Brutz. So eine Sau steht da rum und denkt sich so. Bims. Ja, du bimst ein Trottel, Alter. Oh, das ist aber sau viel Munition. ich glaube, wir waren dann doch bei den Flaschenraketen angelangt, oder? Um mal hier wieder zum Thema zurückzukommen letztendlich. Ja, Neujahr und so wird nicht nur in einer Kultur am 31. Dezember gefeiert, sondern auch in vielen anderen. Der meiste Bestandteil der Welt feiert am 31. Es gibt aber auch Kulturen wie zum Beispiel China, die feiern an einem anderen Tag und die haben quasi ihren eigenen Zeitkalender und ja, dort feiern sie halt eben chinesisch Neujahr halt irgendwie mal ja, nach einer gewissen Epoche, ich glaube nicht nach genau einem Jahr, weil sich das alles immer so ein bisschen nach einem Kalender richtet, nach so einem internen Kalender oder so, und das Ding da ist so, dass jetzt halt, glaube ich, entweder am vergangenen Wochenende oder dass in den nächsten Tagen chinesisches Neujahr gefeiert wird. Und ich glaube, deswegen auch die Raketen. Deswegen die Flaschenraketen. Deswegen die Flaschenraketen. Genau aus dem Grund nämlich, ja. Chinesisches Neujahr und so. Die Frage ist, was bringen die eigentlich, ne? Kannst du die dann steuern oder so? Ich meine, es werden ja keine ferngelenkten Raketen sein, ne?
Grüße gehen raus an die ferngelenkte Rakete im Tresor. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist nicht so, eingesperrt worden die letzte Zeit, lol. Ja, aber es werden wohl Raketen sein, aber ich denke mir halt so, okay, was bringen die denn? Wo schießen die hin? In welchen Bereich und... wie genau sie wirken, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, es ist eine Waffe oder halt so eine Art Granate halt, so du hast sie in der Hand, wirfst sie aus, so, dann wird daraus vielleicht ein Gegenstand, ein Item, das halt auf der Welt spawnt, so. Ja, und dann schaust du halt, ne? Ja, das schaust du halt. Wohin mit den Raketen, aber ich... Keine Ahnung, das werden wir morgen wahrscheinlich sehen, um darüber auch mal kurz zu talkerisieren, Brudingos. Morgen wird wahrscheinlich das Content-Update rauskommen und das Content-Update wird unter anderem, dieses Item beinhalten und das ist auch mal wieder der klare Beweis, okay, Epic Games, ja, ist absolut ehrenfürchtig und sehr aktiv im Meer, im Ehrenmann-Dasein. Und hat damit auch quasi selber bestätigt, Alter, moin, das war scheiße knapp, Brudinios, aber gut, dass da drin ein Medikit ist, lol. Ach, moin, scheiße, Bruder, scheiße. Na gut, man kennt's. Ja, jetzt müssen wir den ausknocken, die Sau, wo ist er? Ey, das ist doch direkt, ja, direkt hier. Ja, habt ihr ihn denn ausgeschaltet, meine lieben Siriusse? Ja nun, scheinbar haben sie das schon. Na, guten Damen. Also das Ding ist... Junge, kann ich auch mal raus? Dummes Schwein. Nur bauen kann der besser als ich. Ey, das war ich nicht! Schwein. Lol. Den wollte ich mir gönnen. Jedenfalls, mit dieser Benachrichtigung, ja, ist das halt schon der Beweis. Ja, auf jeden Fall. Ist das der Beweis, dass, morgen das Update kommt. Wenn man das schon so im Voraus ankündigt, so, und man weiß, okay, es wird in dieser Woche kein 7.4 geben, sondern lediglich ein Content-Update. Und das sind halt jedenfalls jetzt diese, wie man festgestellt hat. Lol. Ja, das sind halt eben diese, Raketen. Sehr ehrfürchtig. Bruder, ne? Wie einfach immer mein Controller vibriert. Hey, das wollte ich! Ich wollte ihn killen! Ihr habt meine Taktik gekillt, ihr Schweine! Na warte, das gibt Rache! Pass auf, du Lümmel, dich krieg ich! Alte Sau, ja. Na, aber wie gesagt, ich denke, morgen kommt das Content-Update und, es wurden ja, by the way, noch Erdbeben im Spiel gefunden, aber über die will ich ein andermal sprechen. Und was ich hier noch sagen wollte, der gute Anime-Channel hat mir auf Twitter ein Video verlinkt, in welchem man ganz klar hören kann, während eines üblichen NFL-Matches, dass natürlich die Erde anfängt zu beben. So, man hat einfach Bebengeräusche gehört und das ist wohl der ultimative Beweis. Oh, lol. Lol, das war eigentlich mein Kill. Du Schwein. Ja, und das soll halt so einer der Beweise sein, der dazu führt, dass es früher oder später zum Erdbeben kommen wird. Meine lieben Brudingos. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema für ein andermal. So, ich will jetzt nicht auch darüber reden, so inflationär. So, das Recht will ich mir jetzt mal nicht rausnehmen, meine Brudingos. Es ging mir einzig und allein darum, euch mal darüber zu unterrichten. Hey, bald wird's in Fortnut. Und moin!
Der mächtige Mip. Ja, cool. Guten Tag. Ein Brutz. Ach je. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen herumgealbert. Ja, alles klar. Ich wollte gerade einen Schuss machen, aber okay. Kein Problem. Na gut, Brudingos, ich denke, das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Ich will sie nicht länger strecken, als sie eigentlich sollte. Deswegen hier kurz die Randnotiz, ja. Oh fuck, Alter, das war völlig falsch geschossen. Dankeschön. Der mächtige Mip! Er ist wieder zurückgekehrt! Mulm, ein Brutz! Hauen Sie rein! So, alles klar, Brudingos. Ganz kurz so die Randnotiz, Alter. Content-Update kommt wahrscheinlich morgen und es wird in diesem Content-Update die Raketen geben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Hauen Sie rein und Feierabend. Ach du Kacke. 16 Minuten zu viel. Yeah.